Und McLemmy kann gut. Ah, ich wollte gerade sagen, er kann gut rennen. Ja, wundert mich auch, dass er noch ein Boost ausgeht. Ach, verdammt. So. BAM! Da liegt doch. Sind wir schon wieder im Publikum? Wir wollen unbedingt ins Publikum. Da sind unsere Freunde. Aber trotzdem wurde die Szene so bei mir liegen, wird drinnen stehen, auf und dann automatisch wieder reingezogen. Wir wollen bis jetzt eigentlich mehr draußen als innen. Ja. Wir nutzen den Ring gar nicht richtig. Ich weiß auch nicht. Ja, wenn es jetzt mit Anzählen wäre, wäre es was anderes, dann hättest du mich ja so angekriegt. Achso, ja, aber das ist nicht Problem. Weil das jetzt nicht mit Auszählen ist und sowas. Kriegst du mich so irgendwie ran. Nein! Ich wollte noch mal auch rauf. Der Kane ist auch so ein Genießer, halt, der hält ganz langsam in den Ring rein. Klar, der genießt! Zack! Ah! Fett mit genießen hier. So, ja. Okay, das sieht aber noch vorne gut aus. Also, Kane ist schön, aber ist halt doch noch ein bisschen weit weg beim. Obwohl du gerade einen Finisher angesetzt hast. Ja. Es steht dafür, dass man auf Ebel spielen kann. Ich jetzt schon genau. Aber der kann auch alles abwehren, der Dicke. Das gibt auch nicht. Das ist der McKenny, der kann da. Ach, hättest du gleich mal die jüngere Version nehmen, der wäre ja noch ein bisschen fitter. Fitter war auch nicht. Nein, fitter war auch nicht. Ich bin aber muskulöser, ja. Ja, der war muskulöser. Kaum aus dem Endding raus, drücken, muss man schon wieder drücken. Man merkt schon, dass er viel Kraft hat. Aber ja. Kane ist ohne. Wir wissen ja alle. Nee. Kane und Henry sind ja sowieso nicht. Wie gesagt, wenn es Undertaker vs. Der Kane hat dafür ziemlich bequeme Art aus dem Ring rein und rauszugehen. Wie er sich jetzt da erst Bruno geschmissen hat und dann leicht rausgerollt ist. Ich dachte, ja, ich mach mal Pause. Ich hab da wirklich schon älter. Ich würde mal gerne wissen, ob der junge Kane so ist. Der junge Kane, der würde dann raushuppen. Macht einen Elfmeter-Sprung. Ne, das macht er aber nicht. Macht eigentlich nur Undertaker, das müssen wir raussuchen. Also, das ist nicht nur andere, die das machen, aber. Halt, Undertaker hat das Ding erfunden. So stylisch, wie der Undertaker das macht. Ja, bei Undertaker könnte ich mir gut vorstellen, der war der Erste, der aus dem Ring gehüpft ist. Ja. Leicht. Gegen Mark Henry sogar nicht. Der ist so krass drauf, der Undertaker. Ah, das stimmt aber nicht. Und für den kommen immer nur so Sachen unerwartet. Achso, ich dachte. Er wollte aber nur drücken. Na, eigentlich wollte ich filmen, aber hab mich schief gelegt. Ah. Mal gucken, wie weit der war, CSD. Ja. Nicht sehr weit. Du hast vielleicht recht gehabt, wir hätten gleich bei 10 hätten wir nie Quatsch geworden. Das waren jetzt noch 3 Sekunden, da war das Match zu Ende gewesen. Stimmt. This fight is taken out of these men. Wenn man auf episch, ne, da kann man sowieso. Ja, echt, das ist das Problem. Bei episch müssen wir mal Minuten geben. Na, 6 Minuten ist das Minimum. Ja, das Problem ist, dass wir überschreiten würden. Wenn wir das überschreiten würden, dann wäre er Hopf und Malz verloren. Of this match is off the charts and he's picked the steel steps back up. Oh jeez. Oh, das tut weh. Das muss schwer tun. Ah, das geht nicht. Das muss weh tun, genau. Auf die Leiter gehen. Auf die Treppe. Ah, oh, jedes Mal verrückt mich das. Oh, was ist da los? Was ist da los? Mark Henry bleeding. Nein! Oh, da holt er raus, der Dick. Mark Henry Blooding. Nein! Ja! Nein! Wenn es nicht. Nein! Komm raus. Rubri. Achso, das hab ich ausgemacht. Achso! Ja. Ich hab mich schon gewundert, warum es ihn angeht, weil der Handlache ja schon auf dem Fleisch ist, oder? Achso, du hast gesagt, das soll so ein Match sein, das so ich und so. Ja, ich bin nicht so eigentlich darum, dass es draußen anzählt. Also, ja. Okay. Here's the takedown. Here's the pin. Title on the line. So, nichts, ich weiß.
Ich hab Angst. Ich hab Angst, das wird nicht. Ich kann nicht eine covern, das ist unmöglich. Nicht zu covern ist unmöglich. Bei dir nicht. Also man kann nicht covern, aber es ist so schwer. Ah, verdammt! Das war jetzt wirklich Glück. Das ist jetzt so einfach. Junge. Vor allem ich bocht hier dort unten rein und du trittst dort unten rein. Was ist denn heute los? Abwehren, 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 nur abwehren, sicher. Wir werden mehr Hab aus, muss selber was ausdenken. Das ist okay, das ist okay. Wer kann am besten kontern Match? Ist aber 2-1 geworden, ne? Ja! Ja! Das war der erste! Ja! Kane klopft auf alle. Nein! Ist gekontert! Was denn jetzt? Ein Tombstone! Ein Pile Driver machst du! Du machst einen Undertaker nach! Noch einmal. Scheiße. Tja, die Tombstone, die werden immer gezeigt. Ja. Weight on that leg drop. A massive counter from Mark Henry, and he's out of the ring again. Nein, du bist ein Feigling. Das gibt's gar nicht. Er will ja draußen bleiben. Du bist eine Pussy. Also echt mal. Das kann man doch nicht machen. Ja, ich kann vieles machen. Ja, ungerecht, ungerecht. Ja, ungerecht. Was wo? Dass du draußen bleibst und nicht gepinnt oder sonst was gewesen? Mal ganz ehrlich, wenn das eine Feige ist, dann will ich auch nicht. Oh no! Wait a minute, Cole, what's he gonna do here? Sagt er eine, dass es feige ist, wieso? Ich wollte bloß mal kurz rausgehen. Jo, jo, jo. Mal kurz durchatmen. Ist alles Zeit. Kostbare Zeit. Wir sind im Zweck bei sowas. Gar nicht hier bei den Fetten. Nichts vorbei. Und Mark Henry hat gewonnen. 3-4-1. Das weißt du, wie es mir vor uns ging. Warum? Mit den Matches. Ach verdammt! Ja doch! Ja! Ich könnte nochmal springen. Wie ging es eigentlich jetzt ohne? Also. Na, jetzt wissen wir, wie es mir vor uns ging. Geht's okay. Weil ich nicht pinnen konnte immer. Ja, ja, guck! Als gesehen, ich hab einen durch den Tisch gehauen. Ich wollte unterpinnen, ich wollte eigentlich immer Sattmisch ansetzen, aber hab's irgendwie einen Pin gemacht. Aber das ist ja halt jetzt nicht so schwer. Das kriegst du beim Mock Henry nicht hin. Ja, guck mal, da ist hier Tombstones angesetzt, also wenn das nichts ist. Ja, echt mal, ne? Aber das Blöde war, ich hab gleich nachgedreht, obwohl ich konnte nachdrehen wollte. Ah, ja, ah, damit Kane. War's das mit Undertaker vs. Kane. Kane ist raus. Ja, es kommen halt nur die Harten in den Garten und die Harten in den Ring. Ja, Mark Henry ist halt einer dieser. Ja, er ist voll mit Blut gespritzt. Er sieht aus, als ob er gerade irgendwie die Blasenblut hat. Oh mein Gott.
Das sieht so komisch aus. Warte. Nein. Ich hab nur auf eine Taste gedrückt. Also ja, Ball. Toll. Ach, an. So, man geht weiter. Ja, geht weiter. Ich kann mal so weit einstellen. Zettel. So. 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 Mal sehen, wer jetzt alles noch da ist. Oh man, Dolph Ziggler! Goldas! Oh mein Gott, Dolph Ziggler und Goldas, ne, das passt doch hervorragend! Scheiße. Das passt doch hervorragend! In einem Match! Also, ich. Lass mal draußen lassen oder drin? Die lassen wir draußen, weil die letzten okay. Matches werden. Das wiederholt jetzt sich das immer so oft. Genau, die letzten paar Qualifikationsmatches werden jetzt anders. Nein, ich will doch nicht absichtlich deine Finger verletzen und ich gewinne dann. Auf! Steel Cage Match! Oh. Ja, sehr schön, das kann ich machen. Dolph Ziggler vs. Goldust in einem Steel Cage Match. Jo, das ist wahr. Ich bin schon wieder 27 Minuten. Ich soll mal gucken. Guck echt schon zu lang? Boah, Gefühl. Ach ja, haben wir. Wenn du in das Länder spielst, denkst du auch, du sitzt 3 Stunden dran und dann guckst du auf einmal und denkst, wo ist? Na, mach! Ja, ich bin schon der Kämpfer muss kommen. Nimm's. Ich werde jetzt nicht reinkommen lassen. Also, ich würde reinkommen lassen, aber ich würde nicht komplett reinkommen lassen. Ja, da reinkommen auf jeden Fall. Zwar nicht komplett. Doch so weit, dass man. Bis zum Ring und dann tschüss. Bis zum Ring. Nicht weiter da. Und wenn er jetzt noch 3 Stunden um den Ring rumläuft, oh, ey. Oh! One Night Only, das ist ja eine geile Arena. Ja, das ist. Die hast freigeschaltet. Ne, die haben wir. Die ist freigeschaltet. Wie ist denn mit dem British Bulldog oder so? Ja, gut, die haben wir ja freigeschaltet, stimmt. Das ist ja jetzt Zufallsarena, sind das ja jetzt. Daran sehen die Leute, dass man auf jeden Fall das Spiel komplett durchgespielt hat. Wir können das auch einfach freikaufen. Ah, stimmt. Ja, stimmt, wenn man hier. Ah, gut. Aber wir haben freigekommen, das wissen wir jetzt. Aber ich habe wirklich mehr freigeschaltet diesmal als freigeschaltet. Also, einfach so. Ja. Das ist eigentlich Schwachsinn, eigentlich, die Einstellung, dass du ja alles ohne mal freischalten kannst. Wieso? Ja, weil. Ganz ehrlich, das du hast ja einen schönen, ja, schön. 24 Karat drin. Ja, dann musst du aber erst mit den Microsoft-Fans dafür überhaupt haben, um das zu machen. Ich würde gerade sagen, hat er überhaupt einen Gürtel? Weil das sah so das alles ja Gold vom Weiten. Du erkennst den Gürtel gar nicht, das geht in seinem. Na, ihr seht, der Goldust hat es auch geschafft. Der hat The Rock seinen Titel. Na, der hat es. Ja, der hat schon Titel verdient. Wie ist der Snowy? Ne, ist auch für ein Ding. Das ist der Bruder von Cody Rhodes. Ja, von Cody Rhodes, ja. Hab ich schon vorher später erfahren. Na, ich hab's erfahren. Das wusste ich erst, wo der die Krise hatte bei SmackDown und so. Ja. Letztes Jahr, das ist das letztes Jahr. Oder, ja, oder er immer gegen Booker T, wo er immer gegen Booker T kämpfen wollte um seinen Intercontinental Titel, aber er war noch Champion. Mhm. Aber kam dann irgendwann mal, hat sich herausgestellt, dass Goldas sein Bruder ist. Ich dachte, was ist los? Das ist sein Bruder. Was ist das für eine Freundin? Ja, nee, das nicht. Na gut, manchmal hat er ja auch. Ja, eben. Da war er auch mal ohne Farbe dort bei Smackdown. Natürlich. Ich denke, vorhin gibt es auch Fotos, wo man den ohne Farbe sieht. Ja, stimmt, blond, ja, blond ist er. Ja, da man eine blonde Perücke. Ja, blond gefärbt ist er bestimmt. Oh, Alter, da geht er ab hier. Ich hab mal mit dem gekämpft, immer, aber. Du hast eine gegen den gekämpft, Blumen. Ich finde bloß, der. Ah? Der kann ihn leid tun, irgendwie. Warum? Weil der in diesen Anzug kämpfen muss. Oh, ja, aber hallo, das Ding atmet so gut wie gar nicht. Der kann schwitzen, wie eine Sache. Ich will ja, das tut er dann, damit tut er dann seine Gegner einmüffeln. Deswegen werden die dann immer so komisch. Das ist Latex, oder was der anhat.